FDP-Fraktion, Christian Lindner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Bundeskanzlerin, Sie haben mit der internationalen Lage Ihren Beitrag begonnen. Das ist nachvollziehbar. Und auf der internationalen Bühne wird es mutmaßlich keine Führungspersönlichkeit geben, die mehr als Sie bezeugen könnte, was sich in den vergangenen Jahren, im vergangenen Jahrzehnt verändert hat. Sie waren in der Volksrepublik China mit einer großen Delegation und haben dort Gespräche geführt. Sie haben China hier auch zum Thema gemacht. Die Volksrepublik China ist ein wichtiger Handelspartner Deutschlands. Und deshalb müssen wir achten auf unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit und auf faire Regeln für den Handel. Die Volksrepublik China ist aber auch ein Wettbewerber. Und das nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch hinsichtlich der Grundfragen unseres Zusammenlebens, unserer liberalen Ordnung. Wir erleben, dass es dort ein Überwachungssystem gibt. Die chinesische Führung übt Druck aus auf private Unternehmen, deren Mitarbeiter von ihrer Meinungsfreiheit Gebrauch machen können. Was heißt das eigentlich für die in Deutschland tätigen Unternehmen und die dort Beschäftigten? Hier droht uns also durch die Veränderungen in der Volksrepublik China auch unmittelbar eine Einschränkung von Freiheiten, insbesondere der Meinungsfreiheit in Deutschland. Davon, Frau Bundeskanzlerin, dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Und deshalb bedauere ich, dass Sie bisher die Chance versäumt haben, den aus Hongkong zu uns gekommenen Oppositionellen Joshua Wong zu empfangen und mit ihm zu sprechen. Wir sind allerdings alle gefordert, es ist nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern beispielsweise eine Aufgabe auch der deutschen Wirtschaft, klare Worte zu sprechen. Der Vorstandsvorsitzende der Siemens AG, Jo Kaeser, ist nie verlegen um ein scharfes Wort in Richtung der AfD, nie verlegen um Kritik beispielsweise an Donald Trump. Sehr habe ich mich aber gewundert, dass Herr Kaeser mit Blick auf die chinesische Regierung vor zu scharfer Kritik gewarnt hat. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, gute Geschäfte in allen Ehren. Für uns muss aber klar sein, wirtschaftliche Freiheit und gesellschaftliche Freiheit dürfen nie voneinander getrennt werden. Die Welt ist im Wandel. Frau Merkel, Sie haben das angesprochen. Wer in der Welt unterwegs ist, erkennt das. Der Brexit, da muss das Verhältnis zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich auch bilateral auf eine neue Basis gestellt werden. Mit Blick auf die Vereinigten Staaten brauchen wir nicht nur Dialog mit den politischen Offiziellen, sondern auch in die Zivilgesellschaft hinein. Wir haben aufstrebende Länder wie die ASEAN-Staaten. Ich war in Malaysia und musste erfahren, der letzte deutsche Bundesminister, der dort zu Gast war, der hieß Michael Gloß. Da vernachlässigen wir eine Wachstumsregion. Wie viele Referenten beschäftigen sich eigentlich im Ministerium von Heiko Maas mit der Volksrepublik China? Eine Handvoll. Eine Asienabteilung wurde gegründet, aber nur eine Stelle für einen Abteilungsleiter wurde geschaffen. Wie viele neue Goethe-Institute und Generalkonsulate bekommen wir eigentlich in der Welt, um unsere Präsenz zu verstärken? In der internationalen Politik, Frau Bundeskanzlerin, in der internationalen Politik jenseits Ihrer Person, in der internationalen Politik boxt Deutschland strukturell unter seiner Gewichtsklasse schon heute. Es ist nicht verstehbar, warum im kommenden Bundeshaushalt ausgerechnet beim Auswärtigen Amt sogar noch weiter gekürzt werden soll, in Zeiten, wo wir nicht weniger Diplomatie, sondern mehr Diplomatie brauchen. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben gerade auf den gestrigen Abend hingewiesen, unseren gemeinsamen Besuch beim Bund der Steuerzahler. Sie haben dort gesprochen. Das war auch aller Ehren wert. Dann sind Sie gegangen und dann gab es eine Podiumsdiskussion. Und bei der Podiumsdiskussion ging es um Staatsverschuldung. Da ging es um Steuergerechtigkeit. Da ging es um Steuerverschwendung.
Da ging es um die Verfassungswidrigkeit Ihres Modells, den Soli abzuschmelzen. Deshalb, Frau Bundeskanzlerin, es war gut, dass Sie zum Bund der Steuerzahler gegangen sind und dass Sie dort gesprochen haben. Meine Begeisterung würde heute aber keine Grenzen kennen, wenn Sie auch geblieben wären und zugehört hätten, was dort gesagt worden ist. So, wir haben eine schwarze Null im Haushalt, die wird vielfach gerühmt. Und diese schwarze Null, liebe Kolleginnen und Kollegen, hat für uns als Freie Demokraten zunächst einmal eine hohe Symbolkraft in Europa. Wer bei uns auch leichtfertig über die Rückkehr der Staatsverschuldung spricht, der riskiert, dass das andere in Europa, zum Beispiel in Italien, als eine Einladung verstehen, wieder Politik auf Pump zu machen. Wer in Deutschland über neue Schulden spricht, der riskiert eine Rückkehr der Staatsschuldenkrise in Europa. Die traurige Wahrheit ist ja auch, dass wir in Deutschland ja ausschließlich auf dem Papier eine schwarze Null haben. Es wird ja von dem Bundesfinanzminister Olaf Scholz längst wieder mehr ausgegeben, als er Einnahmen erzielt. Der Haushaltsausgleich der schwarzen Null wird ja nur erreicht, indem 9 Milliarden Euro aus der Rücklage entnommen werden. Irgendwann werden die Rücklagen aufgebraucht sein. Wir gehen in schwierige wirtschaftliche Zeiten. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es angesprochen. Da werden Sozialausgaben steigen und Steuereinnahmen weiter reduziert. Sie haben den Boom nicht genutzt, um unser Land wettbewerbsfähig zu machen, um dafür zu sorgen, dass dauerhaft auch der Staat seine Leistungen finanzieren kann. Olaf Scholz hat aus der schwarzen Null deshalb in Wahrheit eine rote Null gemacht. Dieser Haushalt hält nur noch für die Restlaufzeit Ihrer Regierung, Frau Merkel. Und wie ein Bumerang werden die in der Vergangenheit getroffenen Entscheidungen zurückkehren auf diejenigen, die in Zukunft dann Verantwortung tragen werden. Manche wollen sogar noch mehr. Jetzt ist die Rede von einer grünen Null. Die Partei Bündnis 90 Die Grünen will diskutieren, die Schuldenbremse aufzuweichen. Wir hören von der CSU-Landesgruppe, es müsse eine Klimaanleihe geben. Der Bundeswirtschaftsminister äußert sich ähnlich. 50 Milliarden Euro aus einer Stiftung für Klimafragen mit einem Garantiezins von 2%. Das ist eine Zinssubvention auf Kosten der Steuerzahler und offensichtlich der Traum eines jeden Regierungspolitikers, nämlich über Milliarden verfügen zu können, ohne die parlamentarische Kontrolle des Deutschen Bundestages. Dazu kann und dazu darf es nicht kommen. Da glaubt doch keiner dran. Wir haben schon 2009 von dem damaligen sozialdemokratischen Finanzminister solches gehört. Da wurde doch ein Konjunkturpaket 2 beschlossen, mit, ich glaube, damals 16 Milliarden Euro. Und die Zusage war, dieses Konjunkturpaket 2, das wird selbstverständlich dann später getilgt. Und Olaf Scholz zitiert ja auch oft Maynard Keynes. Also dann, wenn die Wirtschaft nicht läuft, dann müsse man investieren, auch gegen, gegebenenfalls aus Defiziten. 10 Jahre nach der Auflegung des Konjunkturpakets 2 durch die damalige Große Koalition stellen wir fest, 0 Euro davon sind getilgt. Olaf Scholz spricht oft über keynesianische Politik, aber er macht sie in der Regel nur zur Hälfte. Die Schulden nimmt er gern in Kauf, aber die Schulden später zu tilgen, das kommt Sozialdemokraten offenbar nicht in den Sinn. Und deshalb, verehrte Anwesende, liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt nicht nur eine ökologische Verantwortung für kommende Generationen. Es gibt auch eine ökonomische Verantwortung für nachkommende Generationen, ihnen nämlich solide Staatsfinanzen zu hinterlassen. Eine Aufweichung der Schuldenbremse genügt dem Ziel nicht, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen eigentlich eine Verschärfung der Schuldenbremse. Die ganzen Geschenke, die versicherungsfremden Leistungen, die aus den Sozialkassen finanziert werden, die müssen aus Steuermitteln dargestellt werden. Und deshalb brauchen wir zukünftig eine Schuldenbremse 2.0, die dafür sorgt, dass nicht nur der Staatshaushalt generationengerecht ist, sondern dass auch die Sozialversicherungen den Interessen der Kinder und Enkel genügen. Und wenn wir Zukunft schaffen wollen, dann gibt es doch Alternativen zu Schulden. Frau Bundeskanzlerin, Sie haben völlig zu Recht von Planungsbeschleunigung gesprochen.
Da brauchen wir dringend mehr. Es kann ja nicht sein, dass diejenigen, die im Bundestag gar nicht schnell genug erneuerbare Energie ausbauen wollen, zugleich vor Ort an der Spitze der Bürgerinitiativen stehen, die protestieren gegen neue Stromtrassen. Passt nicht zusammen. Also, erster Punkt, Planungsbeschleunigung. Zweiter Punkt, Schwerpunkte im Haushalt setzen. Und mal fragen, brauchen wir jede Subvention? Titelscharf fragen, brauchen wir jede Ausgabe? Ich habe mich gewundert über den CDU-CSU-Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus. Am Tag der Generaldebatte im Deutschen Bundestag über den Entwurf eines Bundeshaushaltes sagt der Vorsitzende der regierungstragenden Unionsfraktion in den Zeitungen, also das, was da vorgelegt worden ist, eigentlich müsste man doch jeden Titel ansehen, wörtlich, wir brauchen eine Generalrevision des Bundeshaushaltes. Wenn Sie sagen, eine Generalrevision des Bundeshaushaltes, titelscharf, dann ist doch das nichts anderes als ein Misstrauensvotum gegenüber Olaf Scholz. Auf welcher Grundlage beraten wir hier denn da? Wir haben auch Vorschläge. Wir haben auch Vorschläge. Wir haben auch Vorschläge, zum Beispiel das Baukindergeld. Wenn Sie davon so sehr überzeugt wären, würden Sie das ja auch auf Dauer gewähren. Die Europäische Kommission setzt Zweifel in dieses Vorhaben. Werden wir bald auch mit deutschem Steuergeld den Bau von Eigenheimen außerhalb Deutschlands finanzieren, weil die Beschäftigten hier zeitweilig gearbeitet haben? Also da können wir auch streichen. Dritter Punkt. Investitionsoffensive, aber nicht auf Pump. Gehen wir doch mal unternehmerisch daran. Wie halten wir es mit den Aktien, die der Staat hält über die KfW, an Telekom, an Post und so weiter? Die könnte man privatisieren und die sollten dann nicht in die klebrigen Finger von Olaf Scholz, sondern zielgerichtet investiert werden in Zukunftsinfrastruktur. Vierter Punkt. Priorität für Zukunftsaufgaben, wie zum Beispiel die Digitalisierung. In Ihrem Koalitionsvertrag ist vorgesehen, mindestens 12 Milliarden Euro für Digitales. Ergebnis, es gibt schlappe 6 Milliarden, etwa die Hälfte. Sie sprechen immer von Zukunft durch Bildung. Wunderbar. Schaut man sich den Haushalt der Bundesbildungsministerin an, stellen wir fest, minus 70 Millionen Euro. Ausgerechnet bei der Zukunftsaufgabe Bildung kürzt diese Koalition. Sinnvoll wäre es, dort Mittel zu verstärken, etwa indem es auch eine Exzellenzinitiative für die berufliche Bildung zukünftig gibt. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, was wir brauchen, das sind nicht neue Schulden. Was wir brauchen, das ist neues Denken. Und mein letzter Punkt dazu, wir brauchen Vertrauen in die Menschen und in private Investitionstätigkeit. Die Unionsfraktion fordert eine Unternehmenssteuerreform. Und sie hat recht damit, denn wir sind international nicht mehr wettbewerbsfähig. Aber wie ist die tatsächliche Politik? Die Forderung ist hehr und unterstützenswert, aber wie ist die tatsächliche Politik? Sie unterstützen, dass aus dem Solidaritätszuschlag eine Strafsteuer für Führungskräfte, Leistungsträger und die deutsche Wirtschaft gemacht wird. So unterstützen Sie. Und das, obwohl Sie ja selbst verfassungsrechtliche Bedenken gegenüber dem Modell, das Sie beschließen wollen, geltend gemacht haben. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, sogar ein Kabinettsmitglied, erklärt öffentlich, die nicht vollständige, nur teilweise Abschaffung des Solidaritätszuschlages könnte verfassungswidrig sein. Da sind große Haushaltsrisiken mit verbunden und Sie nehmen das alles so hin. Ich mache Ihnen ein Angebot. Wenn die Unionsfraktion einen Gesetzentwurf zur vollständigen Abschaffung des Solidaritätszuschlags hier einbringt, Sie können sicher sein, wir stimmen zu. Und wenn Sie das seriöserweise aufgrund der Rücksichtnahme auf Ihren Koalitionspartner SPD nicht im Bundestag als Gesetz beschließen können, dann habe ich hier als Alternative ein milderes Mittel. Dann klagen Sie gegen das Gesetz in Karlsruhe mit uns, damit die Menschen Rechtssicherheit haben und eine verfassungswidrige Strafsteuer nicht auf Dauer im Bundesgesetzblatt bleibt. Das ist im Übrigen ein Instrument, das bei rechtlicher Unsicherheit in der Vergangenheit, in den 1990er Jahren, ich erinnere an gewisse Auslandseinsätze, EVEX-Einsätze, bereits angewandt worden ist, um Rechtssicherheit zu schaffen. Das wäre nichts Neues. Ich muss aber bei der Gelegenheit noch einen Satz sagen an den Bundesfinanzminister und seine Partei. Ich habe
natürlich Verständnis für Profilierungsnotwendigkeiten und dass man Dinge auch anders sehen kann. Natürlich, wir sind ja in einer lebendigen parlamentarischen Demokratie, in dem auch Unterschiede deutlich gemacht werden. Und ich verstehe, dass Sie Leistungsträger, auch schon den Teamleiter beim Daimler am Band, dass Sie die zusätzlich belasten wollen. Dass Sie kein Verständnis dafür haben, dass der deutsche Mittelstand im internationalen Wettbewerb Entlastung braucht. Dass daran Arbeitsplätze hängen. Dass daran Tarifentwicklungen hängen, dass die Unternehmen erfolgreich sind. Dass Sie das alles nicht sehen wollen, einverstanden. Das ist Ihr gutes Recht und jeder sucht sich seine Unterstützung in der Bevölkerung auf die Art, wie er will. Aber bestimmte Dinge gehen wirklich über die Geschmacksgrenzen hinaus. Da gibt es bei der SPD also den Wunsch Strafsteuer Soli. Und das Ganze wird dann bebildert von der Sozialdemokratie, indem man da Menschen in den Liegestuhl setzt, Longdrink schlürfend, wo das Geld auf dem Fließband abgeliefert wird. Wenn das Ihr Bild von Leistungskräften, von Leistungsträgern und unserem Mittelstand ist, dann haben Sie sich vollständig von der Lebenswirklichkeit in unserem Land entkoppelt. Und im Übrigen auch das mal zu sagen, man kann ja auch jede verteilungspolitische Diskussion führen, einverstanden. Da hätte ich auch Dinge anzumerken. Wie wir zum Beispiel es erleichtern, dass Menschen zu Vermögen kommen, indem wir nicht bestrafen, wenn man Wertpapiere kauft durch die neue Aktiensteuer. Über die Grunderwerbsteuer können wir sprechen. Habe ich auch viele Ideen, über Verteilungsfragen zu sprechen, von einer anderen Perspektive als Sie. Aber eins muss man auch sagen. Diejenigen, die massiv von ihrem privat erwirtschafteten Einkommen an den Staat abgeben, die verdienen am Ende auch ein klein wenig Respekt. Da darf man vielleicht auch einmal sagen, danke, denn von eurer Leistungsfähigkeit profitieren auch diejenigen, die selbst nicht so viel Leistung gegenwärtig bringen können. Und ich komme zu meinem dritten und letzten Punkt, den ich ansprechen will nach Frau Merkel, ist die Klimapolitik. Die CDU-Bundesvorsitzende hat ja einen Klimakonsens vorgeschlagen und wir sind zur Mitwirkung daran bereit. Für mich ist noch ein wenig rätselhaft, wie das Verfahren sein wird, denn die Union selbst wird ja ihre Position erst 4 Tage, bevor das Klimakabinett eine Position bezieht, festlegen. Und dann soll das Ganze auch noch Gegenstand überparteilicher Gespräche werden. Also, wir sind gespannt. Aber wir haben auch Erwartungen. Unsere Erwartung ist, dass es dann bitte nicht nur um Klein-Klein geht. Vielleicht sind wir nicht alle einer Meinung, aber ich wage zu sagen, ein anderer Mehrwertsteuersatz auf Wurstwaren in Deutschland wird das Weltklima nicht retten. Und auch eine Debatte über das Verbot von Inlandsflügen in Deutschland wird uns auch nicht sehr helfen. Ich glaube, dass das ohnehin in Wahrheit die kreativste Form ist, davon abzulenken, dass die Menschen vom Flughafen Berlin-Brandenburg sowieso überhaupt gar nicht fliegen können. Das wollen wir nicht. Und wir möchten die Klimapolitik auch nicht zu einem Schauplatz von Kulturkämpfen machen. Um es mal ganz klar zu sagen hier, die einen sprechen über Messermänner, und das ist inakzeptabel. Aber auf der anderen Seite, dass man SUVs pauschal zu Mordinstrumenten macht, angesichts eines tödlichen Unfalls in Berlin, das ist an Pietätlosigkeit ebenfalls nicht zu überbieten. Wir wollen also sprechen über wirksame Maßnahmen. Also wie wäre es beispielsweise, alle öffentlichen Gebäude werden Mitte des nächsten Jahrzehnts klimaneutral? Und zugleich werden da Möglichkeiten geschaffen, Zukunftsinfrastruktur beim Digitalen, also Antennen, zu installieren. Zweiter Punkt, energetische Gebäudesanierung. Das ist der schlafende Riese der Klimaschutzpolitik, Logopäde, ja, Klimaschutzpolitik. Warum haben wir da längst nicht eine steuerliche Förderung? Drittens. Nicht nur bestrafen und bepreisen, wenn jemand CO2 ausstößt. Wie wäre es denn, wir schaffen eine Möglichkeit, wer CO2 speichert, bekommt eine Prämie, zum Beispiel durch die Aufforstung von Wald. Das ist das Gegenteil, übrigens. Das ist das Gegenteil, was die Regierung seit 2005 macht.
Wie viele Hektar Wald aus öffentlichem Besitz sind den Naturschutzverbänden geschenkt worden, die die jetzt renaturieren, also in Wahrheit sich selbst überlassen? Rückzugsorte des Borkenkäfers, und wir können die natürlichen Möglichkeiten der CO2-Speicherung durch Forstwirtschaft nicht nutzen. Ändern wir das doch. Vierter Punkt. Ja, doch. Sprechen Sie mal mit den BIMA-Mitarbeitern, Herr Kollege Hofreiter. Das sind die, die Praxis machen, die nicht im Bundestag sitzen, sondern im Wald stehen. Viertens, statt Verbot von Ölheizungen, damit bringt man die Leute doch auf die Palme, Verbot von Ölheizungen. Die Leute denken doch, sie müssen jetzt da tausende Euro investieren in ihrem Haus. Statt Verbot von Ölheizungen nutzen wir doch die Möglichkeit, treibhausgasfreundlichere Brennstoffe zu entwickeln. Das gilt übrigens auch für die Autos. Frau Merkel, Ihre Regierung hat zu verantworten, dass synthetische Kraftstoffe, die es erlauben, dass das ganz normale Auto mit Verbrennungsmotor, deutsche Spitzentechnologie, dass das in Deutschland ein Auslaufmodell ist, weil nämlich synthetische Kraftstoffe auf den CO2-Flottenverbrauch in Brüssel nicht angerechnet werden. Sie haben eine deutsche Spitzentechnologie geopfert. Sie haben eine deutsche Spitzentechnologie geopfert, und deshalb das, was Sie gesagt haben, Marktwirtschaft brauchen wir in der Energie- und Klimapolitik, ist richtig. Aber dass Sie das ausgerechnet mit EEG und Energiepolitik verbunden haben, das ist wirklich der Treppenwitz der Geschichte. Denn weil wir keine marktwirtschaftliche Energiepolitik haben, wird alles teurer, ohne dass wir tatsächlich CO2 einsparen. Machen wir es also anders, und ich glaube, dass darin auch eine globale Verantwortung Deutschlands liegt. Manche wollen Klimaschutz machen mit Askese, Verbot, Verzicht, kein Wachstum, der Lebensstandard des Jahres 1995, so schlecht war der doch auch nicht. Kann man alles wollen. Gibt es auch Unterstützung dafür. Wir werden auf dem Weg möglicherweise auch Moralweltmeister werden. Aber niemand wird uns auf der Welt folgen. Die können nämlich nicht auf Wohlstand verzichten, weil sie keinen haben. Die wollen auch nicht verzichten, weil es gar nicht viel zu verzichten gibt. Die wollen nicht einfach nur bescheiden sein, weil sie noch ganz grundlegende Fragen ihrer Lebenschancen klären müssen. Deshalb, unser Anspruch, kann man ja wollen, Moralweltmeister aller Ehren, unser Anspruch muss doch sein, Deutschland muss wieder durch Marktwirtschaft und Erfindergeist Technologieweltmeister werden, denn nur als Technologieweltmeister werden wir ein Vorbild für die Welt. Jetzt erteile ich das Wort dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, Dr. Rolf Mützenich.